Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute ein bisschen meinen Vulpera weiter. Mittlerweile sind wir hier auf Stufe 81. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen Cutter bzw. MOP Dungeons machen. Ich muss jetzt einmal mir noch das schnelle Fliegen gleich holen. Und dann werden wir uns schon mal nach Mist of Pandaria begeben. Denn ich möchte dort ganz gerne mir das ein oder andere Bonus-Objekt holen. Die bringen nämlich relativ viel EP tatsächlich. Und ja, zwischendrin schauen wir mal, ob wir ein paar Dungeons reinkommen. So, Fliegen haben wir, dann sind wir noch mal ein bisschen schneller unterwegs. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe zwar auch einige Hordler hier durchgezogen, auf 120, aber ich weiß immer nicht so ganz, wo die MOP-Startquest ist. Bei der Allianz musst du einfach nur reinfliegen. Ah ja, okay. Da haben wir sie. So, Hordenquest hier. Naja, Ich gut, die kenne ich folge schon mit Nazgrim. Also, jetzt schau mal, jetzt haben wir hier die ganzen Dudes. Saurfang ist hier, Garrosh ist hier, Nazgrim steht hier am Start. Dann haben wir hier Sylvanas stehen, ne? Also, hier ist die Hut voll. Wo ist Thrall? Das ist der Einzige, der nicht mehr da ist. Thrall steht nicht mehr hier. Bane könnten sie auch noch hier reinknallen. Heißen alle Kriegshäuptlinge, oder? Aber das wollen sie ja mit Shadowlands ein bisschen quasi verbessern, ne? Dass du dann nicht alle gleichzeitig dastehen hast. So, was müssen wir machen? Achso, wir müssen hier mit dem Dude auf dem Schiff sprechen. Da fliegen wir dahinter. Und dann gucken wir mal, wie lange wir hier in der Warteschleife sind. Oh, noch kein Heiler und noch kein DD drin. Heißt, wir müssen da wahrscheinlich einen Ticken warten. Aber dabei machen wir einfach ein paar so Sachen auf. Ich bin leider nicht mehr erholt. Ich habe vorhin so einen Level-Erholt-Bonus gehabt. Und der ist leider einmal flöten gegangen, indem ich normal gequestet habe. Also es geht immer sehr, sehr schnell weg, leider. Ich wollte eigentlich den für diesen Bonus-Objekte aufheben, weil ich dann halt einfach doppelt DP von denen kriege. Ne? Und das macht halt sehr, sehr viel aus tatsächlich. Gut. Dann müssen wir da hoch und dann müssten wir eigentlich gleich im Jadewald rauskommen. Und da werde ich dann tatsächlich nicht die Quests machen. Und ich kann es schon mal was annehmen. Aber ich werde erstmal rumfliegen, die Sachen aufmachen und dann gucken wir mal. Questen könnte man natürlich hier auch, aber naja. Ist, glaube ich, erstmal nicht die beste, also nicht der beste Weg, um an krass EP zu kommen. So, es geht in dem Zustand nicht. Ja, das kennen wir schon alles. Hier, easy. Hier ist aber lustig, hier hast du, glaube ich, so ein Maschinengewehr, ne? Und kannst auf die Mobs schießen. Das finde ich ziemlich geil. So, die Quest geben wir einmal ab und dann nehmen wir die nächste an. Obwohl, kann ich gleich jetzt mit dem. Obwohl, das mit dem Maschinengewehr, das will ich machen. Das ist nämlich immer nice. Echt, das ist gleich? Nee, oder? Oder unten, doch hier. Kriege ich das hin, dass ich da so runterfall? Na, das geht wahrscheinlich nicht, ne? Dass ich so runterfall, dass ich da drauf fall. Ach fuck, ich kann ja fliegen. Ich bin so ein Vollidiot, ne? Ich bin so ein Vollidiot. Ich hätte ja fliegen können. Ah. Okay, das war jetzt gerade ziemlich dumm. Ich habe vergessen, dass du ja hier jetzt immer fliegen kannst, dass du es nicht mehr freischalten musst. Ja, gut. Ja. Das war jetzt die Kategorie unnötig tatsächlich. Egal, fliegen wir kurz hoch. Das mit dem Maschinengewehr, das will ich machen. Die finde ich sogar tatsächlich besser als das von der Allianz. Da hast du so ein Gyrokopter und kannst quasi. Ah, da ist das Ding. Und kannst quasi auch so reinschießen. Da hast du auch so eine Art Maschinengewehr. Aber das finde ich schon relativ nice. Da kannst du einfach hier reinballern wie so ein Blöder. Hat was. Gut, das Ding ist manchmal ein bisschen im Weg und du siehst das Zielfernrohr dann nicht mehr. Das ist tatsächlich dann ein bisschen suboptimal gemacht. Seht ihr das? Also irgendwie nicht so hundertprozentig, wo ich dann das Ding nicht sehe. Aber so ist die Quest ganz cool gemacht. What the fuck? Hier hinten kannst du es ein bisschen besser machen. Was brauche ich denn jetzt noch? Ein paar Kanonen und ein paar von den kleinen Mobs. Brauche noch mehr kleine. Hier sind noch ein paar. Die ganz nahen kriegst du halt ein bisschen schlecht da hinten, also rechts, weil dann ist das Wehr quasi davor und dann ist es ein bisschen blöd. So, egal. Die haben wir jetzt gemacht und die anderen Quests, würde ich sagen, die können wir dann später machen, aber erstmal fliegen wir dann eine Runde.
um die krasse EP mitzunehmen. Wo muss ich denn die abgeben? Unten, oder? Ja gut, gehen wir einmal unter Bord hier. Hier. Ah, aber dem muss ich die abgeben. Was nehmen wir? So eine Axt, oder? Nehmen wir mit. So. Jetzt schauen wir mal. Mittlerweile funktioniert ja auch das Addon wieder. Also es zeigt mir jetzt alle an. Ein paar bringen relativ gut EP und ein paar bringen halt irgendwie fast gar keine EP, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Normalerweise nehme ich immer nur die hier mit. Die da hinten lasse ich eigentlich. Aber ich glaube, das letzte Mal habe ich das ausprobiert und da hat eins von denen auch relativ viel EP gebracht. Achso, und ich kann, wenn ich hier eh schon rumfliege, kann ich die Erze und Kräuter mitnehmen, da die doch relativ gut EP bringen, wenn man die abbaut, ne? Seht ihr, 2000 EP für ein Kraut bzw. Erz. Das ist schon nicht schlecht und ja, verkaufen kann man sie auch noch. Gut, das Zeug ist jetzt nicht sonderlich viel wert. Wenn ich jetzt auch noch Dings gelernt hätte, hier Mist of Pandaria abbauen, dann würde ich da nochmal ein bisschen mehr kriegen. So, jetzt müssen wir bloß gucken, wo das genau ist, das Teil. Wahrscheinlich ist das irgend so ein Winzding, was hier jetzt am Rand rumliegt. Ah, das hier ist es, schau. Okay. Das war es nicht, oder? Das ist hier so eine Lockbox. Wir mal ein bisschen näher noch ran. Die müsste eigentlich genau hier sein. Ja gut. Keine Ahnung, wo das Ding ist. Also hier sehe ich es nicht. Auf der Map wird es mir genau da angezeigt. Normalerweise kannst du das immer looten, steht nichts dabei, oder? Nee. Roter Frosch flackt da auf jeden Fall. Komisch. Habe ich das letzte, also das letzte Mal habe ich eins von den anderen Teilen, die ich sonst nicht mitnehme, hier mitgenommen. Das hat, glaube ich, auch recht gute EP gebracht. Keine Ahnung, normalerweise. Ach, die Waffen sind erst ab 85. Ah, okay, also vorher kann ich die noch gar nicht aufmachen. Vielleicht habe ich die deswegen sonst immer nicht mitgenommen. Okay, dann kann ich das ja schon mal sein lassen. Das wusste ich nicht. Ich glaube, das letzte Mal bin ich rumgeflogen. Da war ich schon ein bisschen höher mit dem Level. Das habe ich, glaube ich, erst am Ende gemacht. Vielleicht macht es dann tatsächlich mehr Sinn, erstmal die Dungeons zu machen und das erst, wenn man 85 ist, die Sachen aufzumachen und dann die Runde zu fliegen. Wobei es, glaube ich, jetzt nicht so viele Waffensachen sind, oder? Naja, doch, okay, 86. Vielleicht quest ich dann echt erstmal ein bisschen. Beziehungsweise macht Dungeons und geht dann erst die Sachen abklappern. Also ich weiß, die Sachen kann ich schon so aufmachen. Ja, gut, ist halt jetzt die Frage, was das Sinnige ist. Du hast 4 Runs versemmelt mit 5 Masken? Echt? Okay. Also ich hab die Woche einen versemmelt, aber das lag halt daran, ich wurde in eine Ecke reingebackt und bin nicht mehr rausgekommen. Und dann bin ich einfach mit Zeitablauf, ne, war es das halt dann leider. Aber so, mittlerweile ist so einfach die 5 Masken-Runs. Dass da, außer wenn du verbuggst, also bei mir zumindest nichts mehr schief gehen kann, ne. Jetzt habe ich mittlerweile so ein bisschen Schiss vor so manchen Ecken, dass ich da reinbug. Und zwar bin ich da nicht selber reingelaufen, sondern es gibt da diesen Sprung nach vorne, ne. Also dieses blöde Ding. Und der hat mich halt in so eine Ecke reingebackt und dann war vorbei. Ja, für 62 ist es aber auch nicht krass low, ne? Es kommt halt so ein bisschen aufs Corruption Gear an und wahrscheinlich auch auf die Klasse, ne? Klar. Aber ich sag dir, das meiste, was es halt ausmacht, ist, dass du weißt, bei welchem Mob du deinen Gabe der Titanen-Buff triggerst. Das macht echt am meisten aus. Es gibt eigentlich die meisten Mobs, die ziehen dir nicht wirklich Corruption ab. 80% der Mobs ziehen dir eigentlich fast kein Corruption ab, wenn du nicht irgendwie blöd in Void Zone stehst, ne? Und dann gibt es ein paar Mobs, wo du das nicht vermeiden kannst oder die halt ätzend sind. Und wenn du einfach die Gabe der Titanen davor zum Proccen bringst und du kannst es ja schon aktiv steuern, dann ist es halt Free Loot, das Ganze. Also die Visions, das habe ich so ein bisschen für mich rausgefunden. Dass ich halt einfach für die ätzenden Mobs dann immer so lang außenrum die kleinen Mobs pull, bis ich die Gabe krieg und dann halt auf ihn durchrödel und dann ist halt easy. So mache ich das zum Beispiel. Ja, schon 82. Ich glaube, ich fliege jetzt doch die Runde und dann gucken wir mal. Weil Questen ist halt immer so ein bisschen. Ich
Quests nicht so. Also, doch, eigentlich quest ich schon ganz gerne, aber am besten ist eigentlich immer Dungeons und die Sachen hier aufmachen. Ja gut, du hast aber 3er Sterne, ist halt richtig gut. Ich habe halt kein einziges Infinite Stars. Ich hätte gerne Infinite Stars. Hat der mir das jetzt weggelootet? Was soll denn das? Ah, okay. Na gut. Ist relativ schnell wieder gespawnt. Genau. 20 Sekunden, entweder du oder er. Aber das letzte Mal habe ich ihn halt so weggebumst quasi, den Rexar. Da war alles zu spät. Das Gute ist, Rexar hat ja diese Säule dabei. Und am besten machst du es halt einfach so, dass du schaust, dass du in der letzten Minute keinen Proc hattest, ne, vom Titan-Ding, greifst ihn an und knallst ihn einfach weg. Und währenddessen halt die Säule, hast seinen Proc und dann ist eigentlich easy. Also mach's ich zumindest immer. Rexar ist halt tatsächlich echt richtig ätzend. Ich habe den ersten Try, wo ich da hatte, ne, bei ihm mit 5 Masken, oder es war glaube ich sogar nur mit, war das sogar, doch, das war sogar mit 5, ne. Da wollte ich vorne aus dem Zeug rauslaufen. Da der Raum so klein ist, habe ich nicht gesehen, dass da vorne diese Falle liegt. Ich komme in die Falle rein, die Säue spawnen und ich hatte fast volle Sanity. Und innerhalb von diesem 3 Sekunden Stun war meine komplette Sanity weg. Also, dieser eine Fehler hat den Run gekostet. Das war richtig ätzend. Gut, ich habe davor halt einmal schon rumgefailt mit, also mit meinem ne, Free Death. Du hast ja einen Free Death quasi. Den habe ich halt schon in Anführungszeichen verkackt gehabt. Weil ich. Ja, halt durch irgendeinen Mist gestorben bin. Und das war dann halt ein bisschen ätzend. Warte mal, nehmen wir den Hammer noch mit. Und dann die zwei Sachen. Gut, die Waffen, die kann ich mir dann später theoretisch nochmal holen. Aber bei Rexar ist es schon so, ne? Also für den Boss am besten Dings timen. Also es gibt eigentlich sowohl in OG als auch in SW nur ein paar Mobs, wo du es timen musst. Also in OG ist es eigentlich. Ja. Da time ich diesen Buff für den in dem einen Viertel oben links in dem schweren, ne, wo am Ende dieser Kasrix oder wie der heißt, also dieser riesen Tentakelmonster-Viech kommt, ne? Da time ich eigentlich immer, dass ich das Ding für diesen im oberen Boss hab, ne, der zwischen den Häusern steht, weil der ist richtig ätzend, da kannst du vieles von den Angriffen nicht vermeiden. Da pulle ich immer diese kleinen Mobs außenrum so lang, bis ich einen Buff krieg, dann ziehe ich alles und klatsche ihn weg. Und das gleiche mache ich eigentlich bei dem Mob vor Thrall auch. Da gibt's auch so einen, den du blöderweise auch nicht, oder wo du auch einiges nicht vermeiden kannst, den klatsche ich auch weg und dann halt nochmal für Rexar, ne? Meistens warte ich dann so ein bisschen, bis Rexar wieder, bis ich da wieder den Titanen-Buff habe tatsächlich. Ja, und in SW ist es eigentlich der im Schurkenviertel, also in der Altstadt, ist es halt der eine Boss, der Mini-Boss vom Endboss, wo ich's safe. Warum bringt denn das so wenige P nur? Seht ihr, das bringt nur 100 EP, also irgendwie die Teepflanzen lohnen sich nicht. Und das andere ist vom Mage Tower, also im Magierviertel, der Mob, der unten rumpatrouilliert. Das ist der allerätzendste Mobs in allen Visions zusammen. Der ist wirklich, also wenn du den ohne Titanen-Buff spielst, das kannst du nicht machen, weil der spawnt ja ewig viele Void Zones die ganze Zeit, wie so ein Blöder. Und dann ist das Blöde ja an dem, dass du eigentlich immer diesen Einwall-Buff oder Debuff hast, ne, mit diesen Wellen, die dich einwallen. Und du musst eigentlich durchgehend moven für diese Void-Zone, die er spawnt. Kannst du aber nicht, weil ja dieses Einwallen dann immer mal wieder kommt. Und wenn du da keinen Titan-Buff hast, bist du eigentlich verloren. Also. Ich habe den ein paar Mal so versucht und bin dann irgendwann zum Schluss gekommen. Proc einfach die Titanen-Buff und dann ist es easy going. Bleibst einfach stehen und rödelst nur auf ihn durch und dann ist es gar kein Stress. Gut, du kriegst ein bisschen Schaden, ne? Durch diese Void Zones. Wenn du da drin stehst. Ich denke mal, es nicht hängt, könnte das vielleicht auch ein bisschen ätzend sein. Aber jetzt für mich als Guardian war es jetzt halt kein Problem, den Schaden so ein bisschen gegenzutanken, ne? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt eine Klasse, die nicht so viel Life hat, beziehungsweise kein Self-Heal oder so, dass die da vielleicht schon ein bisschen struggelt, dass sie das dann nicht gegenheilen kann.
Ja, Corruption macht schon viel aus. Ich hoffe ja dann auf nächste Woche, ne? Wenn es dann umgestellt ist und man quasi aus dem. Ah gut, das hat jetzt wieder mehr gebracht. Irgendwie Teepflanzen bringen total wenig. Schauen wir mal, was hier mit der Teepflanze ist. Ne, Teepflanze brauche ich gar nicht aufmachen. 100 DP, 166. Ab nächste Woche kriegst du ja die. Kriegst du ja immer 100% Corruption-Items aus den Visions raus, ne? Und da kannst du ja dann einige farmen. Gut, die am Ende werden sie halt niedrigeres Item-Level haben, wenn du halt X Runs in der Woche machst, ist klar, aber ja. Zumindest hast du da mehr Chancen, ne? Die Items zu bekommen. Wo ist denn das Boot? Da hinten. Das ist es, glaube ich, ne? Da muss dann noch ein Ding drin liegen. Hier unten. Da müssen wir rein. Ja, da ist die Kiste. Kiste. Ja, gut, aber Infinite Stars, ein Dreierbrock ist natürlich. Also für die meisten Klassen ist ja im, zumindest im Single-Target, Infinite Stars mit Abstand das Beste, was du kriegen kannst. Und wenn du natürlich ein Item hast, das einen Dreierbrock drauf hast, ziehst du das an, ne? Auch wenn es nur 445 hat. Natürlich wäre es besser, wenn du einen Infinite Stars Dreier Proc auf einen 470er für 75er Items drauf hast, brauchen wir nicht reden. Aber dennoch ist es halt Gold wert. Viele Leute haben überhaupt kein Infinite Stars. Zum Beispiel, ich habe mit dem Main auch kein einziges Item, wo ein Infinite Stars drauf ist, ne? Ich habe jetzt quasi zwei mit Vielichtverwüstung an, zwei Items. Aber auch nur mit dem 1er Proc, ne? Und ein Echoing Void, auch nur mit dem 1er Proc. Also ich habe kein sinniges Item mit einem 3er Proc, ne? Ich habe nur 1er Procs. Das ist halt ein bisschen kacke, tatsächlich. Also, deswegen hoffe ich da so ein bisschen drauf. Für PvP bräuchte ich ja auch wieder was anderes. Da sind ja diese Tentakeln gerade richtig stark. Weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Da spawnen dann so Tentakeln. Ja, die lasern dann quasi in einen Gegner rein. Und das ist halt ziemlich krass, tatsächlich. Also, ich habe da Videos gesehen, ne? Da wurden Leute, da hat einer einen Multiproc von so Tentakelfiechern gehabt. Der Gegner, nur von den Tentakel, war innerhalb von ein paar Sekunden tot. Also, er wurde einfach totgelasert. Er konnte halt nichts dagegen tun. Du kannst die zwar, ne? Kannst die zwar killen, diese Tentakel vom Gegner, wenn die spawnen. Aber es sind halt, die haben auch nur ein Leben, ne? Aber das Problem an der Geschichte ist, die kannst du halt nicht erehen. Also, die musst du halt so Single-Target mäßig umhauen. Ah, das ist eine Teepflanze, die brauche ich gar nicht abbauen. Und ja, wieder eine Teepflanze. Und das weiß ich nicht. Die musst du halt komplett durchtappen und wenn da mehrere spawnen, bis du die alle weggehauen hast. Weiß ich nicht, ob sich das rentiert. Echt, 20% deines Schadens macht Infinite Stars. Das ist krass, ja. Das war aber am Anfang bei mir, Echoing Void auch, bis das genervt haben. Und dann hat es halt leider nicht mehr so sonderlich viel gemacht. Echoing Void haben sie ja halbiert, ne, vom Schaden. Das ist halt, naja, nicht so geil. Ich war halt am Anfang richtig, also bei mir waren sie sogar, ich habe zwei Echoing Void-Dinger angehabt, es waren bei mir 30% von meinem Schaden. Im Opti, also das waren so 20 bis 30% war es. Das war halt schon krass. Okay, den müssen wir reinziehen, das hilft alles nix. Das war halt schon richtig krass. Shit, der eine wird nur adden, oder? Läuft der jetzt hier komplett ran? Ne, okay, wird nicht adden. Perfekt. Sehr schön. Den brauchen wir nämlich jetzt nicht an der Stelle. Also, vielleicht muss ich auch MOP queuen, ne? Weil hier Dings, Cutter ist jetzt irgendwie. Warte mal, wir brechen mal Cutter ab und queuen mal MOP rein. Mist of Pandaria. Gucken einfach, ob das vielleicht besser läuft. Schon mal die Erze nehmen wir mal mit. Ich würd halt mehr Erz rauskriegen, ne, wenn ich wahrscheinlich MOP-Bergbau geskillt hätte. Oder beziehungsweise nicht geskillt hätte, einfach beim Lehrer mal lernen würde. Ne? Skillen tut man es ja da automatisch durchs Abbauen. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Wir können, also das kann ich jetzt auch, glaube ich, noch nicht abbauen, oder? Sicher. Was ich jetzt von den Sachen abbauen kann. Das geht, glaube ich, auch erst mit dem höheren. Ja, die können wir ja dann nachher holen.
Ich glaube, ich könnte jetzt hier oben die Sachen. Sonst fliege ich halt immer so rum, weil Allianz unten startet. Ich mache es trotzdem mal so rum. Sachen kann ich abbauen, aber die höheren, ne, die sind alle gelockt. Man musste überall zumindest 86 sein. Ah, schau mal, hier kommen wir doch ein bisschen schneller rein. Ah, da brauche ich noch ein paar Level. Aber vielleicht kriegen wir die paar Level ja über Dungeons jetzt zusammen. Und dann können wir die anderen Sachen auch noch mitnehmen. Eigentlich wäre es eh echt sinniger, erstmal jetzt auf 86 zu kommen und dann alles abzubauen. Aber vielleicht kriege ich auch eine gute Gruppe und ich kann ein paar mehr Dungeons machen. So. Kann eigentlich auch gleich hier questen. Ja, da vorne ist ja. Muss ich nicht nochmal zurückfliegen? Hier sind, glaube ich, immer relativ viel Quests zusammen. Dann machen wir das doch hier. Tun wir mal hier alles ausblenden. Da muss ich nämlich auch nicht mal nochmal hochfliegen. Aber was ist mit dem Heiler? Der lehnt die ganze Zeit ab. So. Ich glaube nämlich, hier waren lauter Quests, wo man relativ viel Mobs zusammen adden musste. Dann kriegt es vielleicht auch gut EP. Schauen wir mal, was die Kleinen bringen. Na gut, okay, die Kleinen bringen auch nicht viel. Ich glaube, ich habe hier einen Heiler, der die ganze Zeit einfach nur reinqueut und wieder und ablehnt. Nee, jetzt ist es sogar einer von den DDs. Nee, laufen wir nicht weg. Was ist denn mit den Leuten verkehrt? Aber wahrscheinlich auch Dudes, die AFK sind, ne? Also es muss ja nicht unbedingt vorsätzlich sein. Ah, hier kommen wir in die erste Dungeon rein. So. Ich hoffe mal, dass der Heiler auf Zack ist. Ich pulle jetzt hier mal tatsächlich ein bisschen mehr. Fuck, mein dessen Decay habe ich jetzt da versehentlich da hinten hingehauen. Ja, das war nix. Das war nix, Leute. Satz mit X. Egal, kriegen wir trotzdem hin. Auch ohne dessen Decay. Was hab ich denn da eigentlich noch für einen Buff? Ach so, das ist der, weil ich hier vorhin von den Toten geklaut habe, ne? Ich habe von dem Grab quasi was runtergenommen. Aber es hat EP gebracht, ne? Also von dem her. Okay, der Warrior macht schon ganz gut Schaden. Will bloß nicht so weit runterlaufen, weil der Boss dann triggert und dann sind wieder nicht alle drin. Hab hier schon von echt ätzende Sachen gehabt. Na komm, beweg dich, Hexe. Sobald man nämlich hier zu nah ranläuft, geht nämlich die Wand zu und das ist dann ein bisschen ätzend. Obwohl es. Ja, jetzt. Aber. Obwohl, mittlerweile ist es anscheinend besser, ne? Das war ja schon irgendwie, wenn du hier reingelaufen bist, ist der Bosskampf schon losgegangen. Zumindest gefühlt. MOP ist halt leider das Addon, was sich am längsten zieht, so vom Leveln. Wenn ich jetzt überlege. Sobald WoD hast, ne, also wenn du richtig gut bist, dann kannst du WoD in einer Stunde durchziehen mit diesen ganzen Bonus-Objectives, Bonus-Zielen. Also wenn dich halt ein 120er zieht, ne, davon rede ich halt. Aber hier bringt es ja nichts mit dem Ziehen. Ist ja dann weniger LP. Hier musst du halt quasi, ja, so 3 bis 4 Stunden bist du eigentlich schon unterwegs, bis du MOP durch hast. Oder Cutter, ne, je nachdem, wie man es sieht. Aber den Boss haben die, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Weil du den Loot dann gleich kriegst und nicht mehr auf die Kiste warten musst, was ich sehr begrüße. Weil du kriegst ja so einen Speed-Buff. Und meistens ist der halt schon wieder fast ausgelaufen. Schauen wir mal, ob wir den auch run-grippen können. Ja, wunderbar. Bis er sein Loot rausgerückt hat, ne? Und naja, auf den Loot verzichtet man natürlich eher ungern. Also ich zumindest. Sind wir da in der Suppe drin?
Wahrscheinlich ja. Letztes Mal hatten wir einen Bug, da hat er die ganze Zeit einfach in eine Richtung gelasert, ne? Und da musste man hier nicht mitlaufen. Oh fuck, das Speed Totem hat mich jetzt ein bisschen zu weit geschleudert. Sollen wir schauen, ob wir drüben dann auch gleich nochmal einen Big Pull machen können. Aber der Warrior und der Hunter machen ganz gut Schaden. Also das ist definitiv eine bessere Gruppe als die, die ich davor hatte. Also eine richtige Gammelgruppe. Den Loot habe ich jetzt automatisch schon gekriegt, oder? So, dann schauen wir mal. Oh, ich kann wieder ein PvP-Talent. Ich habe hier irgendwas genommen, tatsächlich. Eigentlich könnte ich auch irgendwas Sinniges nehmen, tatsächlich. Weil ich ja eh im Warmode rumlaufe. Und ja. Okay, ich mache hier keinen Mars-Pull. Weil die Leute sind noch nicht da. Machen wir hier mal nur einen kleinen Pull. Ich darf am besten keine CDs verschwenden, weil danach will ich einen Mars-Pull machen. Ah, der Heiler braucht halt. Ja, ich habe doch ein Video gemacht, dass ich nicht mehr auf YouTube stream. Es ist glaube ich, sogar mein Kanalvideo, ne? Also wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst, dann ist das das Video, was sofort angeht. Habe ich extra tatsächlich so gemacht, dass man es halt auch sieht, ne? Auch mit Ding warum und hin und her und Pipapo. Ich bin ein bisschen am bereuen, aber was willst du machen? War durch eigene Dummheit quasi. Oh, fuck it. Ah. Okay, es war nicht so eine gute Idee. Okay, der Heiler ist hier auf Zack. Das hat mich jetzt echt gerettet, ne? Ich bin ja oft am Motzen über die Leute, aber der Ring, sage ich hier, das Live-Share-Ding hier, na, wie heißt's? Jetzt fällt's mir gerade nicht ein. Link-Totem, so rum. Das war jetzt gerade echt Gold wert, ne? Mal einmal richtig das Ding eingesetzt. Der Heiler hat das gut gemacht. Und der Shami hat sogar sein Ele gezogen, was auch gut ist. Ohne das wäre ich halt safe tot gewesen. Hast Mechagon schon fertig? Inwiefern Mechagon schon fertig? Meinst du jetzt Mechagon die Insel mit Ruf, Dailies oder auf was? Oder das Dungeon? Oder was genau meinst du denn? Ach so, Mechagnom. Ah ja, jetzt komme ich mit. Mechagnom. Ja, Mechagnom habe ich schon fertig gelevelt. Sorry, da habe ich mich verguckt gehabt. Den habe ich schon so mal ein bisschen gelevelt als. Ja, auch als DK, wie den hier, um einfach ein bisschen schneller zu sein. Aber das habe ich viel auch offstream tatsächlich gelevelt. Einfach so gechillt, weil ich irgendwas machen wollte, nebenbei ein bisschen was angucken. Und dann dachte ich mir, ja, ich muss den eh noch leveln, dann mache ich das doch mal, ne? Deswegen gibt es da halt dann auch keine Videoreihe zu, aber hier zu dem Volpera auf jeden Fall. Weil es wären halt auch 2 DKs gewesen, ne? Also, Und DK hatte ich jetzt in so einer Levelreihe noch gar nicht drin, glaube ich, oder? Habe ich irgendeinen als DK gelevelt? Ich meine nicht von den verbündeten Völkern. Ne, es waren, glaube ich, alles andere Sachen. Viele Druids. Jetzt können wir hier. Ach, ich kann ja. Ich habe ja diesen Mars-Pull-Fähigkeit. So, Mars-Grab haben wir. Alles zusammengrabben können. Achso, du findest lustig, wenn ich mich überschätze. Ja. Gut, es ist halt immer so die Sache.
Wenn man so einen riesen Pull macht, kommt es natürlich darauf an, was kannst du selber aushalten und wie gut spielen die anderen mit. Wenn der eine, muss ich jetzt ganz klar sagen, ich wäre jetzt verreckt, wenn der andere Dude nicht sein Link Totem gezogen hat. Klar, aber jetzt ist halt die Frage, kannst du erwarten, dass die Leute ihre Fähigkeiten sinnig einsetzen? Ja oder nein? Ich hoffe immer, dass die Leute ihre Fähigkeiten sinnig einsetzen, ne? Das ist halt, ja. Alter, der haut halt schon echt rein, der Boss. Okay, ich muss jetzt mal hier ein bisschen Def-CDs ziehen. Anti-Magic-Schild, ganz wichtig. Wenn Melee-Schaden reinkommt, immer Anti-Magic-Schild ziehen. Hätte ich halt hier in die Kacke reingenockt. Wir haben ja noch zwei andere Def-CDs, aber die safen wir jetzt mal, wenn es wirklich knapp wird. Ich weiß schon, also wenn sich dann einer aufregt oder verreckt oder so. Klar, ist immer lustig hier anzusehen, brauchen wir nicht drüber reden. Alles gut. Da haben wir den auch weggeboxt. Oh, hier sind sogar Sachen, die ich abbauen könnte. Ah, gut, Teepflanze ist natürlich, ne? Hier. Haben wir ja geguckt, ist nichts wert, leider. Ich kann noch einen Mechagnom leveln. Boah, du, hier. Also ich habe jetzt. Ich bin mir nicht sicher, irgendwas zwischen 65 und 70 Chars dann. Nee. 85 und 90 Chars. Dann auf Max-Level. Also wenn ich den hochgelevelt habe, werde ich, denke ich mal, erstmal nichts mehr leveln. Hat auch den Hintergrund, ich habe bald keine Slots mehr, ne? Wenn jetzt dann in den nächsten Addons noch mehr verbündete Völker kommen, muss ich anfangen, Max-Level-Chars zu löschen und das mache ich nicht. Deswegen habe ich zurzeit nicht vor, tatsächlich hier noch dann irgendwas anderes zu leveln, weil ich halt auch einfach die Platz dann nicht mehr habe, ne? Ich habe halt dann schon zu viele Chars und ich habe auch noch einen Free-Boost wegen der Shadowland-Expansion, die ich mir gekauft habe. Den kann ich auch noch einsetzen. Dritten Account bezahlen? Ja, das möchte ich eigentlich nicht. Also, zwei Accounts sind praktisch, einen dritten noch zu bezahlen, macht keinen Sinn, ja? Also, es wäre jetzt nie so, ob ich es mir nicht leisten könnte, aber das will ich mir ehrlich gesagt nicht leisten, weil ich brauche auch keinen dritten Account für was, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, für was ich unbedingt einen dritten Account brauchen würde. Von dem her, ja. Achso, der kriegt ja keinen Damage, ne? Ja. Also ich hab mir eine Zeit lang überlegt, ob ich mir einen dritten hole. Und zwar wollte ich die Insel-Mounts farmen. Und zwar mit drei Accounts. Also dass ich einfach mit dem Main durchlaufe und die anderen so auf Follow habe oder vielleicht irgendwas. Aber ja, das habe ich mir dann doch, habe ich mich dann doch gegen entschieden. Jetzt am Ende hast du die Mounts ja eh alle easy beim Händler gekriegt. War eine gute Entscheidung, dass ich es nicht gemacht habe tatsächlich. Aber weiß man's, ist halt immer so eine Sache. Blizzard hat zwar was angedeutet, wir machen vielleicht am Ende vom Addon einen Händler rein, aber weißt du, Blizzard hat halt schon viel erzählt und dann am Ende ist nichts rumgekommen. Deswegen bin ich bei so Sachen tatsächlich mittlerweile echt ein bisschen skeptisch. Oh, das ist auf Epic gerollt. Die Gruppe war gut. Ah, schade, das haben zwei verlassen. Schade, mit denen hätte ich gerne noch eine gelaufen, aber der Heiler ist leider raus. Dann lohnt sich's nicht. Soll ich mit dem Hunter nochmal queuen? Gut, mit dem Hunter bringt mir eigentlich ehrlich gesagt nichts. Nee, das Magic Rooster Egg habe ich leider noch nicht. Das, ja. Ist aber das nächste, was quasi teuer ist und auf der Liste steht. Ich habe mir ja heute wieder eine halbe Million für Transmog etwa ausgegeben. Mit den letzten Tagen zusammen sogar etwa so 750.000. Und ja, da ging jetzt wieder ganz gut was raus, aber ich habe auch noch ganz gut Gold. Also ich habe immer noch über, ich denke mal, ich müsste immer noch über 18 Millionen sein. Also von dem her und die nächsten Wochen werde ich jetzt wieder ein bisschen was machen. Und wenn wir dann so an den 20 dran sind, dann habe ich auf jeden Fall vor. Achso, ich muss hier kleine und große Schädlinge töten. Ah, okay. Dann habe ich auf jeden Fall vor, mich mal ein bisschen umzugucken. Und dann werden wir mal schauen. Was haben wir denn jetzt gequeued? Habe ich wieder MOP gequeued oder habe ich jetzt was anderes gequeued? Doch, ich habe MOP gequeued. Genau. Es gab hier, glaube ich, irgendwo so einen Schildkröten-Spot, wo du übelst viel EP gekriegt hast. Der ist gar nicht so weit von hier hinten weg. Ich müsste mal gucken, ob das immer noch so ist.
Da wollte ich nämlich auch schon mal was testen. Also machen wir hier mal die Quest fertig und dann können wir uns diesen Schildkröten. Da gibt es nur so einen Multispawn. Und da hast du, glaube ich, damals ziemlich viel EP gekriegt. Aber ich weiß nicht, ob die das mittlerweile gefixt haben. Fällt mir jetzt gerade wieder so ein, weil das hier in der Nähe ist. Alter, was ist mit den Mobs verkehrt? Schleudern dich halt hier alle um die Ecke rum. So. Welchem Server ich den Char hab, der ist jetzt hier auf Blackmoor. Also sprich, da wo ich meine anderen Horden-Chars, also ich habe ja viele Horden-Chars auf Erida, aber meine neueren Horden-Chars habe ich hier auf Blackmoor, weil ich ja da auch mal eine Weile geraidet habe, ne? Und du siehst ja, auch hier auf Blackmoor habe ich schon wieder 2,9 Millionen. Also das geht auch da voran. Da habe ich ja angefangen, so einen kleinen Außenposten anzulegen. Habe ich mir ein DH hochgezogen und dann nochmal einen Char, den ich von diesen Shadowland Boost Sachen gekriegt habe, habe ich hier noch erstellt. Und dementsprechend, ne? Achso, du willst mitleveln? Ah ja, kann. Warte mal, du hast auf Antonidas einen Horden-Char? Wer macht denn sowas? Jojo, du kannst mitkommen. Ah, aber das geht dann nicht mit dem Hunter. Warte mal, da muss ich aus der Gruppe hier gehen. Ja, kann ich leider nicht mit dem Hunter queuen. Oh, das so. Was muss ich denn hier machen? Ich muss irgendwie hier so Gerätschaften aufsammeln, ne? Also wenn noch jemand mit will, ne, könnt ihr euch gern melden. Ach, du kannst. Ah, okay. Nee, also ich will jetzt halt erstmal den Char hier auf 110 erstmal basteln, vielleicht sogar dann gleich auf 120, das muss ich mal gucken. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt erstmal so das nächste. Dann schauen wir mal. Dann habe ich jetzt noch ein paar andere Sachen auf dem Plan stehen. Aber ich versuche das immer so eins nach dem anderen so abzuarbeiten. Bin leider erst Level 70. Das ist natürlich schade. Dann können wir da leider nicht zusammen was basteln. Aber wenn jemand einen Char zwischen 80 und 90 hat, kann er gerne mitkommen. Na, schauen wir, da haben wir doch einen Invite. Ah, die Brauerei. Mit Level Sync sollte das klappen. Ja, dann werde ich halt runtergesinkt auf Burning Crusade Level. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob das so gut ist. Ich habe das halt noch nicht gemacht, ob ich da nicht länger vom Level brauche. Warte mal, ist das eine gute Idee, die alle ranzupullen? Wahrscheinlich nicht. Ja, das war, glaube ich, jetzt keine gute Idee, was ich hier gemacht habe. Der Heiler ist halt auch noch nicht da. Ich glaube, das war eine dumme Idee. Ich habe jetzt alle CDs hier gewastet. Erstmal ein bisschen den Heiler unter Druck setzen. So. Gut, jetzt haben wir einfach mal alles auf Cooldown, was wir haben. Für oben, für den eventuellen Marspool ist das halt eher suboptimal. Also machen wir erstmal ein paar Bücher auf. Geht ja auch noch ein bisschen Zeit. Okay, das wird wer anders nehmen. Ich weiß es halt nicht, wie das dann mit Level Sync ausschaut. Wir können das schon auch probieren, aber dann kann ich halt zwischendrin nicht mehr da weiter questen. Weil ich dann halt wahrscheinlich die Sachen nicht mehr aufmachen kann, ne, in der MOP. Okay, macht deiner Erfahrung nach keinen Unterschied. Ah, dann werde ich halt runtergesinkt auf Level 70, oder? So wie ich das verstehe.
Aber das müsste eigentlich reichen, oder? Die Mobs hier, die ich da gepult habe. Früher gab es hier so ein Level-Ding, da hast du den ganzen Laden gepult und die alle umgehauen, recht viele P gekriegt. Aber das haben die mittlerweile ein bisschen genervt. Die bringen kaum mehr was. Deswegen lohnt sich das auch nicht mehr zu machen. Also wir können das von mir aus nachher auch mal ausprobieren. Aber dann bräuchten wir fast eine volle Gruppe, weil ich dann zwischendrin nicht questen kann, jetzt in MOP. Das Problem ist, ich habe halt in Burning Crusade die ganzen Quests schon fertig, ne? Meine Rüstung wirkt aber nicht. Was wirkt dann nicht? Ey, gut, die wird schon runterskaliert, ne? Und ein paar andere Zauber werden dann halt auch skaliert, so wie ich das verstehe. Naja, muss man überlegen. Ich weiß nicht, also probieren können wir schon. Ja, also, ja klar, wenn ein 120er bei uns dabei ist, dann ist kein Problem. Aber wenn wir runterskaliert werden, weiß nicht, ob wie das dann von der LP aussieht. Keine Ahnung. Also wir können das gerne mal ausprobieren. Mal eine Instanz machen. Mal schauen, was rumkommt, ne? Ich habe das halt schlichtweg noch nicht gemacht, also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es sogar auch besser, ne? Keine Ahnung. Weil hochsinken geht ja nicht, ne? Also das geht ja immer nur, also du kannst ja immer nur quasi dich nach dem Lowsten richten, so wie ich das verstehe. Alter, das ist die ganze Zeit betäubt hier. Da ist er, der Boss. Richtig ätzend ist immer, wenn nicht alle ranlaufen und dann hier die Tür zugeht und du dann blöderweise nur mit zwei, drei Leuten spielst, ne? Jo. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Druid, den ich jetzt hier eingeladen habe, da auch Bock drauf hat, ne? Was hast du gesagt? Dein Char ist Level 70, ne? Okay, dir ist es egal. Also ich würde es mal eine Instanz testen, ne? Und wenn das cool läuft, dann können wir das machen. Aber wenn es halt irgendwie ätzend ist oder weniger P kriegst oder irgendwie was nicht funktioniert, dann würde ich es tatsächlich nicht machen wollen. Also ich müssen jetzt mal gucken. Den Nachteil, den ich halt habe. Hier habe ich halt immer noch Quests, ne, weil ich die Dungeons noch nicht gemacht habe. Und Burning Crusade zum Beispiel war ich ja in den ganzen Innis drin. Also werde ich da wahrscheinlich keine Quests haben. Wie, das Plus EP auf meinen Klamotten geht dann nicht mehr? Okay, nee, dann ist es ja kacke, wenn ich dann 50% weniger krieg. Ja, okay. Ja, dann, also. Okay, aber das ist ja dumm. Warum funktioniert das dann nicht mehr? Das wäre ja dann tatsächlich ziemlicher Käse. Also, ne? Das wusste ich jetzt nicht, dass das ausgeschalten ist. Aber vor allem, warum soll man das ausschalten? Das ist ja total blöd. Okay, das Zusammengrabben von den Viechern klappt halt nicht. Normalerweise kannst du die halt auch nehmen und einfach hochziehen, dann kommen sie halt auch zusammen. Okay, also das wusste ich auch nicht. Aber ich habe dieses Level, den Level Sync tatsächlich noch gar nicht gemacht, ne? Also da bin ich komplett blank. So, ich laufe jetzt hier einmal rein, dass ich die Mobs Trigger.
Stand es dann bei dir dran oder meinst du nur, dass es ausgeschalten ist? Weil das wäre halt interessant zu wissen, ne? Ob das dann wirklich so ist. Weil, keine Ahnung. Also, ich wollte mal da ein bisschen rumprobieren mit dem Level Sync, aber dann hatte ich keinen Char, mit dem ich es probieren konnte. Hast du ein Video gesehen? Ah, okay. Ach, die sind immun. Ich dachte, ich bin jetzt ein. Okay, die kommen aber auch nicht mit. Kannst vergessen. Jetzt müssen wir sie so spielen. Ich bin extra nicht dahinter gegangen, weil ich dachte, ich bin DK und kann die halt zusammengrappen, ne? Aber ja, das geht nicht. Schau, die sind Grab-immun. Halt total dumm. Naja. Aber war das dann in dem Video aktiv dran gestanden, dass die Leute das nicht bekommen haben? Oder haben die das nur quasi rausgerechnet, dass das nicht funktioniert? Was hier eigentlich? Ach so, das Lager, ne? Klar. Ich dachte mir, toll, was habe ich mir da für eine Fähigkeit rausgezogen? Aber das, du kannst als Volpera so ein Lager aufstellen, dich da wieder hinporten, eigentlich ganz cool. Eigentlich fürs Questen ganz cool. Kannst immer wieder zum Questgeber zurückporten. Hat aber ein bisschen Abklingzeit, ne? Ist quasi so ein bisschen zweiten Ruhestein, den du überall hin platzieren kannst. Ja, der Heal passt. Alles gut. Immer so ein bisschen springen, ne, dass das Ding weggeht. Alles tutti. Ja, gut. Können wir dann nachher gleich mal einmal ausprobieren. Ach lol, die Tentakel, ne, frisst den Heal. Lol. Hier musste ich ja eigentlich mal reinstellen, dass der Boss die Heilung nicht kriegt. Jetzt kann quasi die Tentakel das soaken. Ja, sehr schön. Ach, hier muss ich eigentlich so eine Blase nehmen, ne? Perfekt. So, dann können wir die Questen abgeben. Haben wir den denn? Achso, der labert jetzt hier noch ein bisschen. Wenn jetzt die Gruppe so bleibt, würde ich erstmal noch einen Dungeon mit denen machen und danach können wir das ausprobieren. Weil die waren jetzt eigentlich relativ fix durch. Und wenn ich eine halbwegs gute Gruppe habe, queue ich immer ganz gern nochmal. Nehmen wir das hier. So, Handschuhe. Achso, hier habe ich auch nochmal Handschuhe gekriegt. Ah, du bist auf Terence Mill. Jo, also ich mache jetzt mit dem noch einen Run und dann. Achso, hier Schuhe, die könnte ich auch anziehen. Dann können wir es gerne mal ausprobieren. Ah, fuck, jetzt sind wir hier nochmal. Ja, der Tempel. Oder so, ja. Wenn du dann eh ins Bett gehst, dann. Kann man das ja die. Ich bin morgen auch noch mal ein bisschen am Leveln. Vielleicht kann man da noch mal gucken.
Aber da haben wir schon wieder irgendeinen anderen Wert drin, oder? Hä? Warum sind denn die Worries nicht drin? Die machen doch auch Schaden. Irgendwie buggt Recount rum, kann das sein? Hier, die Worries werden nicht erkannt. Okay, Worries ist keine vernünftige Klasse mehr. Macht null Schaden. Irgendwas buggt da ein bisschen rum. Aber ich muss den Level Sync eh noch testen, ne? Spätestens, wenn ich mit WoD durch bin, will ich mal gucken, ob ich mich dann nach WoD wieder runter sinken kann und dann dementsprechend die ganzen Bonus-Objectives und so dieses Zeug aufmachen kann und dann noch die volle EP bekommen. Das würde mich mal interessieren. Ich habe nämlich vor, mal nur mit Bonuszielen von 90 auf 110 zu kommen. Von 90 auf 100 zu bekommen. Und dann den Level-Sync irgendwie anzukriegen. Und dann wieder quasi runter auf 100 zu kommen und dann die ganzen Sachen aufzumachen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Aber ich denke mal schon. Oder hoffe zumindest, dass das funktioniert. Weil dann könnte ich halt auch noch Ding durchballern, ne? Ach fuck, jetzt hab ich den falschen gegrabt. Kann ich den nicht taunten? Blöderweise gerade den Boss getauntet, beziehungsweise gegrabt, ne? Das war nix. Satz mit X. Ah. Ich dachte, er lasert mich jetzt nach hinten weg, ne? Komm, setzen wir meine CDs ein. So, jetzt kommt's gleich drauf an. Was meinst du? Mars-Pull? Kriegen wir das da drüben hin? Ja oder nein? So, also eben hat es gut auf den Sack gegeben, wo wir da drin waren. Okay, die anderen DDDs sind da irgendwo da hinten noch. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie Stacey Decay reinlegen könnte, dass die Mobs rauskommen. Pullen wir erstmal die zwei Mobs hier. Und, oder die drei. Und dann, wenn die DDs da sind, dann pull ich den kompletten Rest, weil wenn wir jetzt keine DDs haben, wird es ein bisschen ätzend wahrscheinlich. Ich versuche jetzt mal mein Zeug zu stacken und hier am besten nichts zu ziehen. So, jetzt gucken wir mal. Oh, war ja. Oh, der Worry kriegt auch gut auf die Mütze. Ich habe nicht von allen, glaube ich, die Aggro, weil der da ordentlich reingezogen hat. Habe ich halt blöderweise keine CDs mehr. Tun wir noch meine Tentakelviecher. Ah, jetzt werde ich wahrscheinlich hier rippen. Ah!
War auf jeden Fall close. Weil ihr labert hier mal ewig, deswegen will ich hier unten gleich die Box töten. Wenn man die Mobs macht, dann musst du nicht so lange warten. Kannst halt echt immer. Weil sonst killst du die Box und wartest hier halt eine halbe Minute, ne? Und so kannst du halt dabei die Mobs killen. Schon immer ganz, ganz guter Skip quasi. Hat teilweise etwas knapp, aber wir haben es hingekriegt. Da kommt der Shout von dem Worry. Wenn die da hochgebufft sind, dann hauen die ziemlich Damage rein. Ah, das ist noch Baum, okay. Der haut halt noch da drauf, der Typ, der immun ist, ne? Ganz großes Kino. Muss ich doch merken, dass ich keinen Schaden mehr mache. Da kommt das ganz große Kino. Damals war es, glaube ich, irgendwie so, du hast mit allen auf einen gehauen, dass die immer abwechselnd immun waren, aber irgendwie mittlerweile kannst du auf beide stacken. Und es ist irgendwie egal, keine Ahnung. Damals war so eine Todsünde, wenn du auf den Falschen draufgehauen hast, weil dann irgendwann beide immun gesteckt waren, dann konntest du halt gar nichts mehr machen, ne? Das war immer nicht so ganz gut. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn dann erinnere ich mich falsch oder die haben das tatsächlich geändert. So, jetzt schauen wir mal, da pullen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen was zusammen. Aber ihr seht schon, MOP zieht sich halt echt. Fuck, warum geht der Grab nicht? Alter, meine Dingsheilung gerade noch durch. Ich. Alter, das war halt. Ist gerade ein Plus gewonnen. Ja, du, alles kein Stress. Alles gut. Ich mache hier auch gerade einen Time Run, ne? Mit Triple Chest, ich sag euch das. Brauch Mana, okay. Also bemüht, angezeigt, du hast. Ach so. Brauch T-Mana. In der Vergangenheitsform hast du gerackt. Ja, passt schon. Hab's dir überlebt, gerade so. Ihr seid schwach. Habe ich nicht drauf geguckt, ob du Mana hattest oder nicht. Aber lief ja. Das lief ja. Der Boss hier klopft halt auch immer echt ganz gut was raus, ne? Hier, da switcht die Aggro halt ständig, keine Ahnung. Zum Glück hast du mit dem DK zwei Taunts, ne? Wie gut. Ja, den müssen wir nicht mehr killen. Ah, schau mal, da sind wir Level up. Jetzt sind wir 84. Fällt gerade ein, ich muss später noch dran denken, dass ich meine Wäsche noch aus dem Trockner nehme. Sonst liegt die da wieder ewig. Ah, plus 12 hast du gemacht, okay. Muss die Woche auch noch ein Weekly Key machen, aber ich denke mal, den werde ich dann einfach morgen ganz gechillt machen. Mal schauen. Dass wir das auch noch weg haben. Eigentlich muss ich auch noch Arena machen, im Optimalfall. Müssen wir auch mal noch schauen. Sudala. Boss noch und dann sind wir auch schon wieder mit der Stunde dabei hier. Jetzt kann ich, ob ich dann nochmal später Cutter Q. Wäre eigentlich auch noch ganz gut.
Was haben wir gesagt? 86, ne? Da kannst du die ganzen Waffen aufmachen. Also bis dahin muss ich auf jeden Fall noch Dungeons machen und dann werde ich mal anfangen, nochmal ein bisschen rumzufliegen. Beziehungsweise diesen Schildkrötenfarm, ne? Den muss ich mir dann auch noch anschauen, den ich vorhin erwähnt hatte. Was macht denn er hier? Warum läuft er denn von seinem Geist weg? Den muss er töten. Okay, bloß seiner war ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, ob hier einer gebufft wird, der so ein bisschen ätzend ist. Den hast du gerade mal 1000er Rating. Ja, ich bin bei irgendwas 1700 rum. Ich müsste eigentlich auf 1800 kommen, dass ich ein höheres Item kriege. Aber ich mache das eigentlich immer nur ein bisschen, um die Chests zu bekommen. Letzte Woche habe ich es jetzt vergessen zu machen. Hast halt immer noch ein Safe Corruption Item, ne? Das schadet schon nicht. Das schadet schon nicht. So, dann sind wir hier auch wieder durch. Dann sind wir auch wieder am Ende von der Episode. Ziemlich genau eine Stunde und eine Minute. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela, bis dann. Ciao.